Also wir rechnen folgendes Beispiel und da rechnen wir alles schön einfach noch einmal. Wir nehmen ein einfacheres Gebilde, das ist ein Stab, also mit M und L. Beim Stab ist das IS-Quadrat, ist eigentlich klar. Das IS-Quadrat ist ja das L-Quadrat Zwölftel. Wir nehmen an, die Geschwindigkeit vorher, Bewegung vorher, sei in waagrechter Richtung. Der Stab kommt also so daher. Da ist ein Schwerpunkt. Geschwindigkeit war 0 in x-Richtung. Also x-Punkt vorher ist war 0 und es soll sowohl das x, das y-Punkt vorher als auch das Phi-Punkt vorher 0 sein. Also der fährt so daher und trifft genau da auf unsere Wand. Das ist die Wand. Und dieser Wandwinkel, die normale, die schließt wieder den Winkel Alpha ein mit der x-Achse. Und die Frage ist, wie, wenn das mit V0 daherkommt, ich zeichne vielleicht das V0 so ein, wie geht es nach dem Stoß weiter? Der Stoß, damit ich, naja, was mache ich mit dem Stoß? Mache ich ein Epsilon? Einfacher rechnen ist immer, wenn man Epsilon 0 setzt, plastisch, sagen wir ruhig plastischer Stoß, dann haben wir nur eine Periode, dann durchschaut man es vielleicht auch besser, obwohl dann man ja nur 1 plus Epsilon einsetzen muss. Also wir sagen, Epsilon sei 0, plastischer Stoß. Da würde ich sagen, wirkt die Normalkraft Fn, dann ist das mein Abstand h. Der Abstand h, das können wir gleich hinschreiben, ist L halbe mal Sinus Alpha. Und jetzt in der x-Richtung. In der x-Richtung. Ja, vielleicht rechnen wir es dann zweimal. Auch nichts. Das ist die x-Richtung. In der x-Richtung heißt mx2-Punkt ist gleich minus f Cosinus. Oder im Sinne vom Impulssatz, erste Periode bis u. Oder sagen wir so, Ende der ersten Periode nennen wir wie die Geschwindigkeiten, wir müssen immer einführen. Ende der ersten Periode heißen die Geschwindigkeiten u in der x-Richtung, haben wir gesagt, v in der y-Richtung, Phi-Punkt u die Drehgeschwindigkeit. Also, aha, ja, wenn ich Epsilon 0 setze, brauche ich ja keine zweite Periode, das ist nicht sehr gescheit gewesen. Naja, na, ich setze Epsilon nicht 0, tun wir es einklammern. Bleiben wir mal beim Epsilon, weil, ja, ich habe da auch ein Epsilon drin. Die Geschwindigkeit ist V0 am Anfang. Also ich habe eine ganz spezielle Geschwindigkeit, der kommt waagrecht daher und trifft so gegen die, also bei Ihnen muss es so ausschauen, so trifft er auf die Wand, nicht? Mein Stab. Und dann wird er so irgendwie abgelenkt und hinten wieder noch einmal drauf treffen, nicht? Vermutlich. Also wie sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoß? Die erste Periode heißt erste Gleichung m mal Geschwindigkeit des Schwerpunktes am Ende, das war das u in der x-Richtung, minus am Anfang, das ist das V0 gewesen. Und das muss gleich sein, minus S1 Cosinus Alpha.
Nachdem jetzt die Geschwindigkeit, ja, des Schwerpunkts in die Richtung kommen wird, sage ich jetzt einfach einmal, Y geht so runter, ist mir lieber, und ich rechne jetzt die Geschwindigkeit V in der Richtung. Das heißt, zweitens, M, Impuls, am Ende der ersten Periode ist V, am Anfang war sie 0, und Sie sehen, da steht jetzt ein Plus S1 Sinus Alpha. Drittens, das MIS Quadrat mal Phi Punkt U minus 0, Anfang war es 0, ist gleich, und Sie sehen, die Drehung nehmen wir natürlich jetzt in der Richtung, Phi Punkt, dann dreht er da plus S1 mal H. Jetzt müssen wir uns noch anschauen, die Geschwindigkeit des Punktes B. In dem Fall kann man es relativ leicht nehmen, wenn das der B ist, dann hat er folgende Geschwindigkeiten. Er hat die Geschwindigkeit U, er hat die Geschwindigkeit V und er hat aus der Drehung Phi Punkt U da eine Komponente, die heißt L halbe mal Phi Punkt U. Daher kommt dann noch dazu das U und noch das V. Also das ist die gesamte Geschwindigkeit des Punktes B. Aus der Translation macht er das U und V wieder und aus der Drehung das L halbe Phi Punkt. Und da steht senkrecht auf die Verbindungslinie von S nach B. Und jetzt brauche ich die Komponenten in der Richtung. Mit dem Winkel Alpha. Also das B gebe ich jetzt weg da und gebe es lieber außen her und sage, das ist mein Winkel Alpha. Dann sehen Sie, die Geschwindigkeit viertens VB in Richtung N am Ende der ersten Periode ist ja gleich L halbe Phi Punkt U plus V mal Sinus. Sinus Alpha minus U mal Cosinus Alpha und das muss 0 sein. Und das setze ich jetzt ein. Das heißt, L halbe Phi Punkt U Sinus Alpha. Sie sehen, das L halbe Sinus Phi Punkt Alpha U Sinus Alpha ist ja nicht anders als das H mal Phi Punkt U plus V Sinus Alpha minus U Cosinus Alpha. Sie dürfen sich dann daran nicht stören, dass da jetzt ein bisschen die Vorzeichen anders sind, weil ich ja die Koordinaten ein bisschen anders gewählt habe. Nämlich das Y nach unten, das Phi Punkt jetzt rechts drehend. Und da wird eingesetzt. Also H, Phi Punkt. Phi Punkt aus der Gleichung Nummer 3 heißt S1 durch M. S1 durch M mal H Quadrat durch IS Quadrat. Plus das V von da, S1 durch M. Sinus Quadrat Alpha minus, das U ist aber V0 Cosinus Alpha. U muss ich mit Cosinus Alpha multiplizieren. Das war aber Plus, da steht da Plus, Minus, Minus, S1 durch M Cosinus Quadrat Alpha. Das ist 0. Die 2 geben 1, also damit ist es 1 durch m berechnet und das heißt V0 Cosinus Alpha dividiert durch 1 plus H durch IS
durch I S Gamma zum Quadrat. Das ist das S1M. Sinus Quadrat Cosinus ist 1 und dann steht das H durch I S Quadrat noch da. Und das H zu I S Quadrat, naja, da müsste ich ein Winkel Alpha zuerst annehmen, damit ich da eine Nummer hinbringe, sonst ist das eher noch mühsam. Jetzt kommt die zweite Periode. Die zweite Periode sagt, das heißt, ich könnte jetzt die zweite Periode aufschreiben mit Epsilon S1, nicht? Jeweils die Stoßimpulse. Aber ich kann auch sagen, jetzt gehe ich über den ganzen Stoß, nicht? Und sage, wenn x.v Anfang war, dann muss das x.punkt am Ende, n, über das 1 plus Epsilon S kommen. Nicht? Weil ich ja S1 plus S2 als Stoßimpuls habe. Also, ich schreibe jetzt als Gleichung Nummer 5 gleich an die Gleichung x Punkt nachher. Nein, ich schreibe n. Sozusagen Integral über die gesamte Stoßzeit. M x Punkt nach dem Stoß minus x Punkt vor dem Stoß. Und das ist in der x-Richtung, seht ihr, das Integral von 0 bis te von minus fn Cosinus Alpha dt. Und das ist aber nichts anderes als das minus 1 plus Epsilon S1. Ja? Also ich gehe jetzt nicht in die zweite Periode mehr, sondern ich sage, ich nehme jetzt den gesamten Stoß. Weil ich das S1 ja schon kenne, kann ich dann für das, in der ersten Periode ist das S1, in der zweiten ist S2 und S2, ich glaube, ich habe nur einen Cosinus da vergessen, mal Cosinus Alpha. Ja, der Cosinus Alpha fehlt mir nicht. Weil das Integral fn dt, das ist immer das S und dann steht da noch Cosinus Alpha. Also damit ist die Geschwindigkeit x Punkt nach dem Stoß gleich der Geschwindigkeit x Punkt vor dem Stoß minus 1 plus Epsilon S1 durch M mal Cosinus Alpha. Sechstens kann ich jetzt dasselbe in Y-Richtung machen. Sage Y-Punkt nach dem Stoß ist Y-Punkt vor dem Stoß. Ah, das war ja 0. Na gut. Plus, in unserem Fall hier heißt es ja, plus Fn Sinus. Plus 1 plus Epsilon S1 durch M Sinus Alpha. Und das war 0, also kein Problem. Wir haben schon das Ergebnis, einfach 1 plus Epsilon S1 durch M Sinus Alpha. Und ich schreibe da jetzt noch 7 in die Gleichung aus der ganzen Zahlenänderung. Heißt das Theta S Phi-Punkt nachher minus Anfang war 0, muss gleich sein, 1 plus Epsilon S1 mal H. S1 mal H, also Phi-Punkt nachher ist gleich 1 plus Epsilon S1 durch M mal H durch IS Quadrat. Das sind die Ergebnisse. Und damit habe ich den Geschwindigkeitszustand nach dem Stoß berechnet und kann nun die Bewegung verfolgen, zum Beispiel in welche Richtung bewegt sich jetzt der Schwerpunkt weiter. Ja,
oder welche Geschwindigkeit hat nach dem Stoß der Punkt B? Der wird sich ja von der Wand wieder lösen. Und die Richtung der Geschwindigkeit des Schwerpunktes wäre dann das Y-Punkt durch das X-Punkt. Und da kommt was ganz hin. Achso, nein, es ist gar nicht so. Nein, nicht so genau. Na gut. Da müsste man jetzt wirklich Nummern einsetzen, um da wirklich weiterrechnen zu können. Dann müsste man sagen, na, wie groß ist Alpha? Nehme ich 60 Grad oder so an. Nicht, dass das relativ flach ist dann da drauf gestoßen. Nicht? Dann kann ich Sinus und Cosinus einsetzen und dann müsste ich das H ausrechnen. Aber vielleicht machen wir das einmal. Das macht ja weiter nichts. Wenn dieser Stab da jetzt so flach an diese Barriere rankommt und so runter gedrückt wird, nicht? Also wir nehmen jetzt an, es sei, nur damit wir ein bisschen was rechnen können, Alpha gleich 60 Grad. Dann müsste ich sagen, H ist gleich L halbe mal Sinus, ist das wahr, 60 Grad, ja. Dann der Sinus von 60 ist Wurzel 3 halbe, L Viertel Wurzel 3. Dann ist das H durch IS Quadrat, das ja da auftritt, gleich L Quadrat mal 3 durch 16. Und das IS Quadrat wäre L Quadrat Zwölftel, ist gleich 4 mal 3, ist das möglich? 3 mal 12 ist 4. 9 Viertel. Wenn ich richtig rechne. H zu ES gerade jetzt eine Ziffer. 9 Viertel. Man kommt da nicht ganz geheuer vor. Na gut, H ist größer als ES. Vielleicht stimmt es doch. Ich weiß natürlich jetzt. Jetzt müsste ich schauen, wie die Gleichungen ausschauen. Nochmal zurück. Ich müsste sagen, das X-Punkt nachher, beziehungsweise das S1 durch M. V0 Cosinus 1 plus H zu IS Quadrat. Also S1 durch M. Oh Gott, können Sie mir das noch sagen? V0 Cosinus Alpha mal 1 plus H zu IS zum Quadrat. Der Cosinus von 60 ist 1/2. V0 mal 1/2 durch 1 plus 9 Viertel. Dann würde da rauskommen, 4 und 9 ist 13. 2 durch 13 mit einem V0 kann man nichts machen. Das ist die Dimension einer Geschwindigkeit, hat das S durch M. Ja, das ist richtig. Dann kommt X-Punkt 1 plus Epsilon. X-Punkt nachher ist also gleich X-Punkt vorher minus 1 plus Epsilon, S1 durch M und Cosinus Alpha war. S1 durch M ist mal 2 durch 13 und der Cosinus Alpha, haben wir gesagt, ist 1/2 und irgendein V0 muss auch noch da stehen. Also könnte man sagen, den 2er gekürzt. Naja, ich weiß jetzt nicht, was ich da hinschreiben soll. Aber das ist jedenfalls 1 plus Epsilon. Wenn wir Epsilon nehmen, haben Sie eine Vorliebe für Epsilon. Dann lassen wir es nochmal drinnen. Dann haben wir
ein Dreizehntel. 1 minus ein Dreizehntel, wir machen 12, gemeinsamer Nenner ist 13 und V0 steht hinten und dann sind das 12 minus Epsilon. Kann das richtig sein? Angenommen, ich nehme Epsilon gleich 0, dann wird die Geschwindigkeit sehr wenig nur geändert. Sie sehen, der kommt mit 13 Dreizehntel daher und fährt mit 12 Dreizehntel weiter. Er wird also in der Richtung kaum, klar, weil es ziemlich flach ist, nicht? Mit 30 Grad fährt er gegen die Leitschiene sozusagen, gegen die unnachgiebige, der Staub, und wird eigentlich so weiterfahren, nicht? Das Y-Punkt N, das jetzt nach unten geht, das ist 1 plus Epsilon dasselbe jetzt mit Sinus. Das heißt, 1 plus Epsilon mal S1 durch M mal dem Sinus, der heißt Wurzel 3 halbe. Und die Folge ist, naja, V0 durch 13, 1 plus Epsilon, ja, da kann man weiter nichts machen, 1 plus Epsilon mal Wurzel 3 mal V0 durch 13. Und vielleicht noch die Winkelgeschwindigkeit, Phi Punkt nachher, die ist Phi Punkt nachher H zu IS Quadrat. Also 1 plus Epsilon S1 durch M H durch IS Quadrat. H durch IS Quadrat, das H heißt L durch 4 mal Wurzel aus 3. Und das IS Quadrat, haben wir gesagt, ist L Quadrat Zwölftel. So, das 3 mal 2 ist 6 mal Wurzel 3, 1 plus Epsilon mal Wurzel 3 mal 6 V0 durch L durch 13L. Also das ist also ziemlich viel Drehung kriegt er, wie man sieht, nicht? Die Horizontalgeschwindigkeit bleibt fast gleich. Also, wenn wir jetzt den Sonderfall nehmen, Epsilon gleich 0 als Sonderfall, dann haben wir die Geschwindigkeit nachher, ist gleich 12 Dreizehntel, nein, 12 durch 13 V0. Das Y-Punkt nachher ist gleich 1,7, 3 sowieso, mal V0 Dreizehntel. Also er kriegt ein bisschen eine Y-Geschwindigkeit und er kriegt eine mächtige Drehgeschwindigkeit, weil er einen ordentlichen Schlag da vorne drauf kriegt. Ne? Phi Punkt N ist gleich V0 durch L, 1,7 mal 6, ich habe leider gar keinen Rechner da, 1, also Wurzel 3 mal 6, Wurzel 3 mal 6 durch 13 mal V0 durch L. Wenn wir Wurzel 3 als 1,7 nehmen, dann ist 7 mal 6 mal 7 ist 42, das ist ungefähr 10, also sagen wir 11 durch 13 ungefähr. Bitte? 11 durch 13? V0 durch L ist viel, glaube ich. Weil, wenn Sie sich vorstellen, wie groß ist dann die Geschwindigkeit des Punktes B? Die Geschwindigkeit des Punktes B, x Punkt B, also in der x-Richtung, ist ja gleich, nachher ist ja gleich dem x Punkt N. Also die ist gleich geblieben.
12 durch 13 von 0. Das Y-Punkt von B nachher muss es ein Y-Punkt des Schwerpunktes plus L halbe Phi-Punkt. Und das heißt jetzt, das sind die Wurzel 3 durch 13 von 0. Plus L herauf und durch 2 dividiert L herauf plus 11 durch 26 V0. Also, noch einmal, wie groß ist das, wenn ich auf 13 gehe im Vergleich dazu? Dann habe ich da 5,5 plus 1,7, 5,5, 7,5, 7,2 sagen wir, 7,2 V0. Also immerhin fast mehr als ein halb V0. Fährt der Punkt B weg dann. Wenn wir fragen, wie groß ist jetzt die Richtung, also das war ja unser Stab da hier, bei Y0, 30 Grad ist etwa so, nicht? Dann ist die normale 60, dann in welcher Richtung geht der Schwerpunkt jetzt weiter? Wenn wir sagen, das wäre die Geschwindigkeit, dann geht er eigentlich, werden wir sehen. Wir rechnen jetzt die Richtung aus von, das ist Y-Punkt nachher, das war X-Punkt nachher, und das insgesamt nennen wir das den Tangens Beta. Tangens Beta ist gleich Y-Punkt nachher durch X-Punkt nachher. Tangens Beta. Dann steht da V0 13, Wurzel 3 Zwölftel. Ah, das ist sehr flach, nicht? Wurzel 3 Zwölftel, das ist klar, weil ja die Geschwindigkeit in X-Richtung fast beibehalten wird. Nicht? Während der hier hat hier ein Y-Punkt B nachher und da das X-Punkt B nachher. Was hat der für Richtung? Er muss die Richtung beim plastischen Stoß die Richtung der Wand haben. Im ersten Moment muss er die Richtung der Wand haben. Und dann aber durch die Drehung, nicht, dreht er ja weg von der Wand. Wir nennen den Winkel Gamma vielleicht. Da drüben geschrieben Tangens Gamma ist gleich Y-Punkt B durch X-Punkt B. Ist gleich was? Ich würde meinen, da muss herauskommen. Wieso kommt das nicht heraus? Also die 13 lassen wir weg einmal. Und jetzt müssen wir genauer rechnen. Ich sage, das ist Y-Punkt B ist X-Punkt B. X-Punkt B ist 12 V0 durch 13. Durch 13 lasse ich weg. Dann sage ich Y-Punkt N ist Wurzel 3 V0 durch 13, das ist weg. Und das L halbe Phi-Punkt N mal L halbe ist 13, lasse ich weg, ist 3 Wurzel 3. Jetzt nicht. Plus, was sagen Sie, plus 3 mal Wurzel 3 V0, kann das richtig sein? Ach, das schaut jetzt irgendwie nicht schlecht aus, aber Sie sehen, V0 geht weg, die Wurzel 3 kann man rausheben, da steht da oben 4 durch 12,
4 durch 12 ist 3, dann kürzt man die Wurzel 3, ist 1 durch Wurzel 3. Ha. Und 1 durch Wurzel 3 sind genau die 30 Grad. Sehen Sie das? Gamma ist gleich 30 Grad. Also jetzt stimmt es genau. Die Geschwindigkeit Vb hat die Richtung der Wand. Also im ersten Moment ist Vb nachher so gerichtet. Bitte? Das wäre der da. Also Y-Punkt Bn zu X-Punkt Bn. Nicht? Der Tangens der beiden, das ist die Geschwindigkeit X-Punkt, das ist die Geschwindigkeit Y-Punkt von dem Endpunkt hier. Y-Punkt zu X-Punkt ist der Tangens im rechtwinkligen Dreieck dort. Nicht? So, das ist die Geschwindigkeit von dem Punkt nicht zerlegt. Der Punkt B, die gesamte Geschwindigkeit des Endpunktes B nach dem Stoß. Der hat zwei Komponenten, eine X-Komponente, eine Y-Komponente. Und die zwei zusammengesetzt geben den Winkel, Gamma. X-Punkt B nachher, Y-Punkt B nachher. Und es zeigt sich, dass der, so wie es eigentlich beim plastischen Stoß muss es so sein, die Richtung der Wand hat. Aber er bleibt natürlich, er schleift nicht jetzt entlang der Wand runter, sondern er stößt an und fährt dann hier so tangentiell weg, weil ja jetzt die Drehung kommt. Jetzt kommt ja die Drehung des Staubes, nicht? Der Staub, der dreht sich jetzt da ja so weg von der Wand und stößt mit dem Hinterteil